Einen wunderschönen guten Tag, guten Morgen, meine Lieben. Ich gehe mit meinen Jungs normalerweise ins Gym und unser Motto ist es, heute werden Mütter zerlegt. Aber heute zerlegt die Mutti mich. Wir haben heute Nadine dabei. Hi, ich bin Nadine. Ich bin auch dabei, ja? Wir haben uns heute, ich habe mir was überlegt, also Nadine ist ja dein Home-Gym, richtig? Ja. Das heißt, ich bin ja nur zu Gast hier und wir haben uns geeinigt, dass wir einen Rückentag machen und ich hatte folgende Idee. Nadine sucht alle Übungen aus, die wir heute machen. Ich hoffe, dass es, wir haben richtig viel Auswahl hier. Ja. Das heißt, ich entscheide die Sätze und die Wiederholung, wie wir machen, zumindest die Sätze, die Wiederholung. Da werden wir uns gegenseitig hochpushen. Das heißt, Nadine wird mich abfacken mit den Übungen, die ich wahrscheinlich nicht gerne mache oder die mir ziemlich schwer fallen. Und ich werde Nadine abfacken, indem ich sage, nein, noch ein Satz, nein, noch eine Wiederholung. Und jetzt droppen wir oder jetzt Rest Pause oder sonst irgendeine Scheiße, die mir einfällt, um Nadine zu quälen, weil im letzten Video hat sie mich in der Brustpresse geärgert und heute ärgere ich sie das ganze Training lang durch. Das heißt, wenn sie mir eine schlechte Tat tut, tue ich ihr das Fünffache an Schlechtes an. An Schlechtem an. Wunderbar, das freuen wir uns wirklich alle drauf. Also wir gehen jetzt an die Latmaschine, wir fangen breit an. Wir haben hier eine ziemlich geile und zwar kann man da eigentlich so gut wie gar nicht abfälschen. Wir gehen nicht an Seilzug, sondern an die davor. Also ich kenne die Geräte gar nicht, also alle Geräte, die wir heute machen, mache ich zum ersten Mal. Deswegen verzeiht mir die asoziale Ausführung, das ist meine Ausrede, auch wenn ich im Asozial trainiere. Und ja. Das Geile ist, du ziehst hier halt wirklich direkt nach unten. Und da kann ich gar nicht wirklich so abfälschen, weil es einfach gerade richtig schön bitte? In der Kuh. Da ist schon nichts drauf. Das reicht für uns. Ja. Wir müssen nur stark aussehen, genau. Aber sind echt aufgepumpt nur. Ach so, jetzt. Ein bisschen süß zu ziehen. Genau, einfach nur so tun. Dann kommt dann wieder später per Photoshop, machen wir dann 200 Kilo drauf. Dann denkt jeder, ich bin stark, obwohl ich eine Luftpumpe bin. Ja, mit Sicherheit, gell? Machst du nicht? Wir können auch gerne so eine kleine Aufwärmsession machen. Boah. Der macht's gleich kaputt. Wo ist das Abfall? Hier an der Seite. Ja, zu Gast im Gym und direkt. Nicht Mütter zerlegt, sondern Maschine zerlegt. Hast du den Imbusschlüssel da? Ja? Den kannst du halt auch was machen lassen. Der sieht nicht nur stark aus, der ist auch noch handwerklich begabt. Hat bestimmt der Fabio zusammen gebastelt, als er die Geräte geholt hat. Fabio, was ist das für eine Scheiße, Alter? Der ist Verkäufer. Was ist der? Verkäufer? Ja. Kann nicht, der ist kein Handwerker. Ich habe eigentlich zwei linke Hände, was sowas angeht, tatsächlich. Aber so einen Imbus kann ich noch gerade so festlegen. Hier seht ihr mal, wie dick Mike seine Beine sind. Immer schön gegendehnen, ja. Wir wollen lange Muskulatur, großen Latt. Nadine. Bist du denn, du bist ja im Team Matz, ne? Ja. Warum machst du denn nicht diese schwuchteligen Iliac-Pulldowns und die schwuchteligen einarmigen Überzüge? Was für einarmige Überzüge? Ja, so dieses Einziehen. Hast du schon mal einen Nautilus-Lack-Pulldown gemacht? Weißt du, wie nein, geil? Nein, ich meine am Seilzug stehend, einarmig. Ach so, ja. Reinziehen oder einarmig. Warum machst du das denn nicht? Ist das nicht so typisch fürs Team Matzen? Nein, ist es nicht. Ist es nicht? Ich dachte, ihr macht nur so Pussy-Training bei euch. Ja, dachte ich eigentlich. Ja, also wir haben auf jeden Fall nicht nötig, hier irgendwie Geräte zusammenzubauen. Ah. Ja, oder, hey, aua, meine Bizeps-Sehne, hey, ich habe meine Periode. Ja, das gibt's im Team Matzen nicht. PMS. Ja. Genau. Weißt du, weil ich komme nämlich aus dem polnischen Hardcore-Team und bei uns, da wird immer nur das gute, Schwermetallöl injiziert. Ja, ich weiß. Das habe ich schon gehört. Ja. Und demnächst wurde mir auch gesagt, wenn ich will, dass mein Bizeps größer wird, muss ich eine Transfusion von dem Bizeps von meinem Coach und meinem Coach machen. Ja, also, weißt du? In meinem Bizeps. Wir schießen dann so einen Schlauch anfahren.
Ich dann puste ich rein, ja. Sauge ich Benzin an und dann geht es bei mir rein. Also so wie ich ja, Benzin so. Anziehe. Ja, ja, und dann aber rein. Aquarium klar. Sauber macht. Nein, wenn man Benzin klaut, Mensch. Wollen Sie im Osten machen, das so. Guck mal, wir Deutschen hier. Wir klauen Benzin, wir tanken nicht, die Polacken. Meinst du, ich danke für den Preis oder was? Die Storys, die ich gemacht habe und tanken, ne? Auf Insta, ja. Habe ich nicht getankt. Da habe ich aber rangeschaut an eine Zapfsäule, die Folge, die eine Spur ja. gezapft hat. Da habe ich Flex gemacht. Habe ich angegeben. Verstehe. Ja, zu teuer. Deswegen ist es immer gut, einen Pole dabei zu haben. Richtig. Aber ich glaube, ihr habt ja auch hier diese. Dieses Einarmig ist gut, ne? Die ist gut, ja. Habt ihr. Dieses Einarmig habt ihr nicht, ne? Von unten? Ja. Wir haben gerade Nautilus Einarmig. Ach, da habt ihr die ist geil. Die haben es ja, ja, die ist wir geil. Da hinten eine, die ist aber auch geil. Die machen wir. Okay. Und die sind auch. Wir können eigentlich beide machen. Also die ist gerade. Cool und die ist auch cool, die ihr da habt. Also die beiden, ne? Ich habe von einem Kumpel von mir gelernt. Der macht das immer so. Er trinkt eine Portion zu Hause und wenn er dann der Booster-Schiss und so, kennst du das? Ich hab Booster-Schiss, wenn das wer das nicht kennt, Leute. Vor jedem Training, egal ob ich vorher auf Toilette war oder nicht. Ach, deswegen hat er vorher so lange gebraucht. Wenn ich weiß, ich muss ins Training und ich nehme meinen Booster, ich scheiße, ob ich schon morgens dran auf Toilette war oder nicht, nach jedem Booster immer auf Toilette vorm Training. Also bei mir, weiß ich nicht. Erstmal komplett entleeren. Erstmal entleeren. Das ist ja auch so, wenn man stirbt, ja, wenn man weiß, man stirbt, und der Körper ist erstmal komplett alles leeren. Das war ein guter Übergang zum Sterben. Genau. Wo wir aber hinaus wollte, ist die Depotwirkung von Booster. Weißt du, wenn man die erreicht, eine Portion saufen zu Hause oder du losfährst, wenn du im Gym dann bist oder noch zu Hause beim Losfahren, noch ein Dry scoopen. Dann hast du nämlich doppelte Wirkung und die eine setzt dann nach. Das ist bewiesen worden in der Universität in Wolfsburg von einem Kumpel. Ah. Ja, der hat das studiert. Der hat Boosterologie studiert. Boosterologie? Ja. Geil, Mann. Ja. Ornithologie, ja. 3D-Ologie, ja, DNF-Ologie. Alles drin. Das war gut, auch die ersten, schön konzentriert runter, das war gut. So. Was hat Mutti gesagt, was war das zunächst? Bruder. Wir hätten ja auch nach Dienst fragen können, ob sie mich einen Top mitnimmt. Da wäre ich auch, hätte ich auch einen Tanktop. Würde schon gut aussehen. Ja, gell? Ja. Aufwärmen noch, ne? Oder machst du mal einen Satz? Thank you.
also Leute, wir müssen für Mike ein neues Studio finden, vielleicht auch neues bauen, ja. Weil die Geräte sind entweder zu klein oder zu leicht. Ja. Nur Patex hilft die Patex. So einen dicken Schädel, wenn du da keine Luft schnappen kannst. Ja, ich wusste gar nicht. Ich muss hier helfen. So, nächste Übung. Machen wir schwer. Noch schwerer machen? Wir machen nur 4-5 Stück, das reicht. Ich liebe das. Vor lang gehen und mich jetzt angucken. So. Und dann weggehen. Ich liebe das. Das ist wie bei Typen. Ja. Das ist auch so. Wenn du im Unterhemd bist oder sowas, oder im T-Shirt, oder so auf Prep, dann gehen die so da mal, schieben die so rüber und gehen dann weiter. Auch gerade hier. Gehen an, gucken sie so an. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Das ist nichts. Dann atme nicht so, weil dir denkt man dann immer, okay, ah, jetzt kann er gleich nicht mehr. Da. Das ist schon viel. Wie bei früher bei DMX, diese Pitbulls, wo er da so hält. Ich wollte gerade, wir sind aber nicht bei Nadine Hub, aber da kam mir schon wieder ein sexistischer Spruch zurück zu Leibe. Das ist, weil Nadine fährt ab, habe ich gesagt, dachten schon viele, dass ich nicht mehr kann. Bis ich richtig losgelegt habe. Das war erst das Aufwärmprogramm. Und gehämmert habe. By the way, all night long, ja, ist die ganze Zeit rabattiert. Mit dem Code. Mike Nadine. Oder Nadine. Komm! Komm! Vier müssen, los! Auf jeden Fall, wenn wir dann kommen, dann sind wir ja beide in der Off-Season, ja? Sami ist dann auch in der Off-Season. Und dann... Sami ist aktuell in der Dauer-Off-Season. Das ist okay, jeder ist gerade auf. Auf jeden Fall, wenn wir dann kommen, dann gehen wir Training und dann machen wir Pirogi. Pirogi? Oder Pirogi. Dann gehen wir hoch zu meiner Mutter. Oh, das ist so geil, Leute, Pirogi. Gehen wir zu meiner Mutter. Dann kann er filmen, wie meine Mama Pirogis macht. Signature-Produkt. Pirogi. Pirogi-Pan. Wie die schwäbische Maultasche, Leute. Ja? Kann man geschmelzt essen, Brote, in der Brie. Zwei, drei. Ja. Ja, im Bereich war ich das Gerät weg. Ist okay. Mach das. Schleudert sie gleich raus. Erst ordentlich, letztens müssen wir asozial sein. Das ist das Gesetz. Ich muss immer sagen, dass die Leute, die so auf Trainingswissenschaft gehen, das ist zu viel Kopf. Das ist komischerweise sind immer die Top 15, die du hast vom Olympia, keiner von denen zu verstricken. Wenn da ist mal eins, zwei dazwischen, die so sind. Und wenn du dann in die Top 10 guckst. Ja, du musst es fühlen. Die haben die Kontraktion, egal wie die das machen, und fertig. Die zählen auch die Kontraktion. Und 1, 2, 3, 4, 5 Minuten wieder loslassen. Ja. Ja. Jetzt sieht man, wer richtig trainiert, nur wer nicht, ne? So gut wie geht, komm. Komm. Ja, komm. 7, 8,
Jetzt schon gleich drei. Was riechst du da, Alter? Ich komm da nicht hin. Deswegen muss ich. Ja, ich weiß schon. Aber das erinnert mich an irgendjemanden. Was? Oh. So ein Kratzen erinnert mich an jemanden. Was? An Balou den Bären? Das sehen wir später. Hä? Wir haben drei Übungen gemacht. Naja. I've been pro. Ich werde nichts Verletztes mehr sagen. Das kann der liebe Mike mich heute Nacht nicht schlafen, dann ruft mich seine Mutter wieder an. Ja, Moment. Jetzt geht's ja auch noch weiter. Eieiei. Ich hab noch ein bisschen DNF da, ne? Ja. Wird schneller durch den Hase. Ja, das Ding war, hey, um 10 Uhr trainieren. Mhm. Nein. Um 10 Uhr hat er sich wahrscheinlich nochmal rumgedreht. Um 10 Uhr treffen, haben wir gesagt. Aber du arbeitest genauso, dass du nicht komplett. Dann oben ist dann so und dann du den Lachs. Ja. Einmal, Alter, da ist schon die Schulter raus, also die Bizepssehne, ja. Und ich ziehe und dann ist die voll drüber geschnalzt. Boah, also kann einmal ich halt gar nichts mehr machen. Habe ich einmal am Schulterdrücken gehabt, Freihandel. Ja. Habe ich das einmal gehabt. Und hast auch Schmerzen, also hast du mehrere Wochen auch Schmerzen, wenn du dann weiter trainierst. Ne? Oder bei Überzug. Ja. Nee, hatte ich noch nicht. Ja. Mach ich aber auch nicht mit Kurzhandel. Nein, nicht mit Kurzhandel. Am Seil. Ja? Ich schwöre dir. So, und dann ist sie irgendwie rausgeflaxt und ich gehe runter und ich sehe so richtig, wie die. Ich sehe so richtig, wie die. Es gab aber, glaube ich, die Probleme, die man so ab 30 hat. Ja, ja. Hm. Da beginnt auch der. Das hat aber auch beim Mann, gell? So was das Hormonspiegel und so angeht. Oder? Ja. Hm. Muss ich auch aufpassen, dass ich schrumpfe. Ja, ja. Da habe ich nämlich am meisten Angst vor. Wenn ihr uns unterstützen wollt oder mich unterstützen wollt, Nadine Hapf abonnieren oder Code Nadine bei HPN. Wenn ihr mich unterstützen wollt, meinen Kanal abonnieren, kommentieren, liken, teilen und Code Mike. Im Endeffekt, den Athleten unterstützen, den ihr unterstützen wollt, lieber mögt, wie auch immer. Ich bin dankbar, dass ich hier da sein darf. Ich habe wieder ein paar Nachrichten jetzt über Nacht gekriegt heute Morgen. Cool, Mike, dass du da so viel Content wieder machst und deine Videos hochlädst und alles. Dann sage ich den Leuten dann auch einzeln jedem, der mir das so schreibt, dass es nur wegen euch möglich ist. Weil wenn ihr die Athleten nicht unterstützt, mit einem Code Nadine oder Code Mike, wie auch immer, dann kann ich, keinen Content liefern. Das ist nicht in meiner Macht, weil es dann einfach nicht machbar ist für mich. Das heißt, dank euch darf ich das hier machen. Es ist wie ein Geben und Nehmen. Ihr unterstützt mich. Wenn ich euch interessiere, gebe ich euch gerne was zurück vom Herzen. Deswegen auch gerne privat an mich DM, was ihr noch sehen möchtet, was euch interessiert. Ob ich irgendwo hinfahren soll, weil euch irgendwas interessiert mit irgendeinem anderen Bodybuilder. Kommentiert oder schreibt mir eine DM. Und ich gebe mein Bestes, dass ich immer jemanden habe, der mich dreht, begleitet. Ein Kameramann.
und dann kann ich euch diesen Content liefern, den ihr euch wünscht und ich nicht mehr nur ausdenke, denn ich will euch was zurückgeben als Dankeschön. So, Minimi. Hallo. Folgendes. Zwei Arbeits... Zwei Sätze. Warum? Wo? Mit welchem? Ich hab's geschrieben, die Kinder zu lesen. Ja. Wir machen jetzt aber das hier normal und dann machen wir einen Supersatz mit zwei Übungen. Wir machen zwei Sätze. Ich mal hier. Höher, in der Mitte. Muss man sagen. Ja, Mike. Okay, Mike, ja. Wir machen das jetzt so. Zwei Arbeitssätze. So. In dem Griff. Aber wirklich zwei Arbeitssätze, nicht so rumgepimmelt. Und dann in den Griff. Wir haben den Sitz weiter runter gemacht, damit du schön oben reinziehen kannst. Muss nur noch die Reste, glaube ich, anpassen für dich. Wie brutal. Die reingeht hier. Hier schön. Hier oben. Rhomboiden hinten, hintere Schulter. Geil. Geil, geil, ne? Geil. Geht die rein. Geh dich auf. 6. Komm. 7. 8. Und 9. Auf, komm. 10. Ja. 11. Komm. 12. Ja. Komm. Ja. Los. Komm, 1, 2, 3, 4, 5, 6, komm, 7, 8, 9, 10, noch 5, 1, 2, 3, 4 und 5, schön. Ich bin immer so faul in der Prep, dass ich an die Gewichte hinlege, dann rolle ich sie so auf dem Boden entlang. Also, aktuelle Stellenausschreibung für nächstes Jahr an alle Studenten, die sich ein paar Euro geben wollen. Aber nur Studenten, weil die sind am billigsten. Ja. Die brauchen jeden Euro. Nadine zahlt auch übertariflich gut. Ja. Bei mir geht's keine 3,50 Euro, sondern... Alex, Alex, Rechnung incoming. Maximalen Erfolg. Dass ich gestern schon gefreut, als ich gemeint habe, dass Sammy für 2,30 Euro dankt. Die letzten Übungen im Supersatz. Wir haben den ganzen Rücken jetzt im Prinzip bearbeitet. Das ist ein Latissimus, das ist ein oberen Rückenrhomboiden, Trapez, hintere Schulter ist natürlich noch mit drin. Und jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Blut reinpumpen und überzügen. Dazu machen wir einen Supersatz enges Rudern. Enges Rudern ist ja, ja, viele Leute verfluchen diese Übung, weil die dann immer sagen, da kannst du richtig reinziehen, weil die Ellbogen auseinander gehen. Tatsächlich, wenn du die Übung gut spürst, mach sie einfach. Man sieht bei Nadine richtig gut hinten, wenn man von hinten jetzt gucken würde. Da trifft sie den Schießmus an sich. Nicht so weit außen, sondern im inneren Bereich. Und oben auch wieder Rückentiefe in Anführungsstrichen, wenn man das so nennen mag, weil die Ellbogen nämlich so rudern, beziehungsweise so nach außen leicht auseinander gehen und diese Bewegung machen, hat sie ja wieder, bin ich mal um hier. Hat sie in diesem Bereich was, in diesem Bereich was. Also ist eigentlich eine super Übung, man muss eigentlich immer super breit ziehen. Hat sie hier was für den Latissimus zum Aufdehnen, Blut reinpumpen. Hier noch was für den inneren Bereich, für die Tiefe. Gibt es nicht viel zu erklären. Die Übung gibt es, weil es Arnold gibt. Schon immer. Und die hat damals funktioniert, die funktioniert heute auch. Die war damals schon gut, die ist immer noch gut und die wird auch immer gut bleiben, egal was die ganzen Schwänze da im Internet sagen. So sieht's aus. Nee, ich mach jetzt da. Nee. Hey, ich hier. Ich mach jetzt da. Ich will nur gucken.
fürs offene Rotz am Arme hier, ja? Als Gast. Wollt ihr hier zwischenjumpen? Wie mein Gast, Alter. Ich glaube, es geht los. Hey, mach wie auf Malle, leg ein Handtuch hin. Vorhin noch. Oh, das kann nicht mehr. Das ist so anstrengend. Ich glaube, der hat jetzt 5 Minuten Pause gemacht, Freunde, ja? Der ist eigentlich schon wieder kalt, der kann von Anfang nochmal anfangen. Ich glaube, so eine Latte hätte hier, oder? Sah das aus? Sah aus, ob ich einen Ständer hätte oder nicht? Nee. Nee. Da merkt man wieder, wer es ernst meint und wer nicht. Die magische Kugel. Ja, das ist die magische Miesmuschel. Nein. 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 Gab es da nicht sowas, so eine Folge? Freunde, ach so, ich wollte auch sagen, falls einer von euch mich fragt, welchen Monat ich bin, im 12. Wie war es denn? Gut? Also Blut ist noch nicht da, wo es hingehört. Mike will jetzt gerade abmoderieren. Das heißt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich brauche noch ein bisschen, du machst das. Ich brauche noch ein bisschen Luft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall diesen Kanal abonnieren. Kommentieren, viel Liebe da lassen, teil die Folge. Habe ich schon alles gesagt. Das sagt man 100 Mal, damit die Leute auch verstehen. Ich habe gesagt, die sollen dich abonnieren und dich liken. Super. Und habe ich gesagt, wenn sie mich lieber haben wollen, dann halt auch mich. Wenn sie bei dir positiv. Wenn wir mehr zusammen machen sollen, dann auch kommentieren. Und wenn sie bei dir Positives hinterlassen, bei mir Negatives, ist mir auch egal. Reichweite ist Reichweite. Scheiß drauf. Das macht überhaupt gar nichts, Freunde. Nein. Okay, bis dahin. Tschüss. Ich mixe.